Ja, moin moin liebe Leute, herzlich willkommen zu World of Warships und ich spiele gerade hier eine Runde nach der anderen mit meinen Flugzeugträgern, weil es aktuell so eine Quest gibt, 10 Spiele mit Flugzeugträgern gewinnen und dann gibt es halt so ein paar Flaggen und ein bisschen Tarnung. Und ich dachte mir, das probiere ich einfach mal mitzunehmen. Und jetzt gerade habe ich ja relativ gut gespielt, würde ich mal sagen. Und auch ein bisschen Glück gehabt natürlich dabei. Denn ihr seht, ich habe nicht so viel Schaden jetzt gemacht. Also in den anderen Runden hatte ich teilweise 100.000 Schaden, aber halt nicht so viele Kills. Ist aber schön, das Ding mal wieder zu bekommen, denn insgesamt habe ich es jetzt ja 5 Mal bekommen. Das bekommt man eigentlich nicht so oft. Deshalb freue ich mich natürlich sehr, sehr, sehr darüber. Und ansonsten kann man eigentlich auch sehen, ja, ich hatte 6 und der Rest war jetzt eher zurückhaltend, um das mal so zu formulieren. Ich hätte es fast sogar noch geschafft, den. Quatsch, das war ich gar nicht mit 45 Abschüssen, ich Trottel. Aber das war ein bisschen schwierig, weil die beiden Träger hatten beide ein Fighter-Setup drauf. Und dementsprechend habe ich zwar nicht viel Schaden gemacht, aber halt die Kills dazu. Und ja, das ist richtig, richtig geil gewesen. Es waren 1, 2, 3, 4 Schlachtschiffe und 2 Zerstörer habe ich platt gemacht. Und ja, der Grund, warum ich mich darüber halt so freue, ist natürlich, weil ich zum einen, kann ich euch mal ganz kurz zeigen, nämlich, hier hat man die Herausforderung aktuell bis zum 13.09. 10 Gefechte zu gewinnen, 7 habe ich aktuell. Und das ist die Belohnung dazu, deshalb spiele ich damit jetzt eine Runde. Und zeitgleich kann ich hier allerdings auch noch, ich brauche noch 2 Zerstörer, ich brauche noch einen Kreuzer. Die Schlachtschiffe habe ich natürlich gerade voll gemacht. Und ja, da gibt es dann einmal das. Und sollte ich dann den letzten Auftrag noch erfüllen, gibt es halt nochmal die Antriebsmodifikation. So, hier bei den 2 Millionen Schaden fehlt auch nicht mehr so viel. Da habe ich auch noch ewig Zeit für. Und es ist ab Stufe 4, das ist das Gute. Mir fehlen noch 100, 1 Million 800. 140.000 noch, dann habe ich auf jeden Fall schon mal das hier, was eigentlich auch schon ganz nett ist. Und wenn man dann halt noch den letzten Auftrag hier erfüllt, das ist eigentlich nicht so schwer. Gewinnen Sie ein Gefecht und seien Sie unter den besten dreien. Das ja, kriege ich eigentlich relativ oft hin. Und da gibt es halt dann diesen Zerstörer, den ich zwar schon habe, aber der Kapitän, der sieht sehr lecker aus, sag ich mal. Ohne dass jetzt irgendwie sexuell klingen zu lassen. Ne? Also, der sieht lecker aus im Sinne von seine 12 freien Punkte. So, und damit möchte ich jetzt auch noch mal sagen, ich habe überhaupt nichts gegen Schwule. Ne? Das sollte sich jetzt nur nicht so anhören. Also, ich habe selbst Freunde im Freundeskreis, Freunde im Freundeskreis habe ich genau, die schwul sind. Und ne, also nicht, dass sich hier jetzt jemand angegriffen fühlt, wie auch immer. Nein, das war nicht so gemeint. Das war einfach nur, Situationskomik. Sagen wir es so. Das sollte einfach nicht so klingen, weil es nicht so gemeint war. Okay, so. Weitere Erklärungen spare ich mir jetzt darüber hinaus. Ich habe mein Statement dazu abgegeben. Ihr wisst Bescheid. Und wenn jetzt trotzdem noch einer meint, irgendwas schreiben zu müssen, wie auch immer, dann soll er das gerne tun. Ist mir dann auch egal. Okay. So, das war auf jeden Fall ziemlich geil und die Runden, die ich bisher heute hatte, also es ging relativ schlecht los. Aus den ersten 4 Spielen 3 Niederlagen und dann kamen 1, 2, 3, 4 Siege, 2 Niederlagen, 1, 2, 3 Siege. Also bisher muss ich sagen, doch relativ gut. 5, 8 Siege, 4, 5 Niederlagen. Das ist okay, damit kann man durchaus leben. Und zwischendrin habe ich dann auch nochmal mit den beiden Schlachtschiffen, da habe ich ja 2 Runden irgendwie verloren. Irgendwo, hier Kongo und New York, genau. Konnte mir aber trotzdem halt noch ein bisschen was für die kaufen. Das war ganz nett. Einmal für die Kongo die Reichweite und für die New York den Antrieb. Und jetzt bin ich da wieder ein kleines Stückchen weiter. Ist auch nicht so schlecht. Ja, ich würde sagen, ich muss jetzt mal ganz kurz. Wie spät ist es? Oh. Ich glaube, eine Runde schaffe ich noch und ich spiele das mit der Ranger. Und bis gleich.
So, liebe Leute, weiter geht's mit der Runde, die ich gerade angekündigt habe. Wir sind schon ein bisschen in der Runde drin, oder fast die Hälfte der Zeit ist schon um. Ich habe nämlich vergessen, Start zu drücken. Ich kleiner Schlaumeier. Und ja, nun versuche ich auf jeden Fall hier einmal der guten Independence eine reinzubrezeln. Ich hoffe, das klappt einigermaßen. Wäre auf jeden Fall schön. Und ja, ich habe meine Fighter schon fast komplett verloren und jetzt ist es auch egal, ob ich die da jetzt reinsemmel oder nicht. Die Runde kann ich einfach schon mal komplett knicken, sag ich mal. Schon die nächsten. So, ich versuche den einfach nur ein bisschen gespottet zu halten, dass die anderen jedenfalls drauf schießen können, wenn ich hier schon irgendwie nichts reiße. Das ist witzig, ne? Also, sobald man dann aufnimmt, streamt, wie auch immer, geht's halt in die Hose. So. Und Attacke dafür. Ja, ich glaube, da drehst du zu spät. Da kriege ich wohl ein, zwei Treffer noch gelandet. Ah, zwei. Ah ja, siehst du wohl. So soll das doch sein. Ja, Flugzeugträger zählen leider nicht mit in die Kategorie, die ich da erfüllen muss. Mir fehlen noch Zerstörer und Kreuzer. Aber es ist trotzdem eine Wohltat, jedenfalls mal einen davon rauszunehmen. Denn ihr könnt sehen, hier sind nur Bomber und Fighter unterwegs. Das heißt, die haben ihre Fighter-Decks drin. Und ja, das ist relativ ärgerlich für mich. So, ich hoffe, ich kann die auf jeden Fall hier noch rechtzeitig landen. Ich fahre mal hier so ein bisschen über die Kreuzer rüber und Schlachtschiffe. Vielleicht können die mir ein bisschen helfen dabei. Das wäre ganz toll. So, da fahren wir lang und oh Leute, schießt die doch mal kaputt da. Was ist denn los? Ihr habt doch Flak an Bord. Danke. Kann ich jetzt entspannt zurückfliegen? Oh, die haben das. Oh, ernst? Brauche ich die anderen noch gar nicht starten? Das ist ja sehr nervig. Na gut, ist nur so. Muss ich mit leben. Immerhin habe ich wieder ein klein bisschen Schaden gemacht. Und das zählt dann ja auch nicht rückwärts. Dann hoffe ich mal, dass meine Flak ein bisschen besser schießt. Denn mein Squad 3 muss jetzt erst noch einmal drehen. Dann können sie leider erst landen. Ah. Jawoll. Und komm, den letzten holen wir uns auch noch. Die Kartoffelwerfer haben nicht ausgereicht. Sehr ärgerlich. Na gut, ist nur so. Ja, wie gesagt, was mir jetzt aber auf jeden Fall Freude bereitet, ist zum einen, dass ich auf jeden Fall wieder meine 30.000 Schaden, die ich immer anziele pro Runde, geschafft habe. Und so wie es aussieht aktuell, gewinnen wir die Runde. Das ist ganz gut. Weil mir dann, glaube ich, nur noch zwei fehlen. Waren zwei? Ich glaube, gerade eben hatte ich sieben. Und dann gibt es wieder ein klein bisschen Belohnung. Okay, also. Ja. Meine Staffeln sind relativ aufgebraucht und viel gerissen habe ich echt nicht die Runde. Das nervt mich trotzdem. Also auch wenn ich jetzt den Kill noch bekommen habe. Aber gut. Ich glaube, irgendwann ist der Punkt erreicht, da will man einfach mehr. Was haben wir denn hier? Wollen wir nochmal gucken, ob wir den Zerstörer vielleicht noch kriegen. Weil die Pensacola hier unten, die hat eigentlich relativ, das heißt relativ gut, aber bis ich da bin, ist die auf jeden Fall weg. Die wird von drei Schiffen beschossen. Und okay, der Zerstörer auch, sehe ich gerade. Der wurde sogar von vieren beschossen. Aber Zerstörer treffen ist immer ein bisschen schwieriger. Deshalb dachte ich, habe ich da vielleicht mehr Glück. Habe ich aber nicht. Gut. Wenn ich jetzt runterfliege zur Pensacola, dann ist die auch gleich weg. Und oh, da kommen Heider. Soll ich jetzt meine letzten einfach nochmal hier auf den Träger verbraten? Ich glaube, ich mache das einfach mal. Vielleicht klappt das. Vielleicht auch nicht. Aber der hat seine Fliege auf jeden Fall hier gerade bei E4.
Ich glaube, der kommt nicht mehr rechtzeitig, wenn ich jetzt durchfliege. Ach, ich komme auch nicht mehr rechtzeitig, sehe ich gerade. Ah, na gut. Aber Hauptsache gewonnen und ein bisschen Schaden gemacht. Das ist okay. Doll war es nicht. Mittelfeld würde ich mal sagen. Ja. So habe ich mich auch gefühlt. Graue Masse. Ärgerlich. Ja, das Problem ist einfach, ich würde eigentlich auch gerne hier mitspielen, aber die haben, also ich habe jetzt in den letzten Tagen, wenn ich mal mein Jäger-Setup gespielt habe, die haben die echt krass genervt, habe ich das Gefühl, weil ich fliege teilweise mit einer Staffel Ami-Jäger gegen eine Staffel Japaner-Jäger und verliere, warum auch immer. Das ist echt total komisch, weil ich habe hier alles, was geht, ausgebaut. Ich habe meinen Kapitän komplett, also das noch nicht, aber alles, was man eigentlich so machen kann für einen Trägerspieler, habe ich ausgebaut oder eingebaut. Und rocken tut man damit überhaupt nichts. Da macht man nicht mal Schaden. Deshalb habe ich mich jetzt dazu entschieden, einfach das Setup hier wieder zu spielen. So hat man jedenfalls noch einen kleinen Schutz gegenüber anderen Jägerformationen, kann die ein bisschen aufhalten, während man mit den anderen weiterfliegt. Und ja, das Ding finde ich dann aber auch wieder total bescheuert, weil jetzt gerade in der Zeit, wo man halt diese Trägermission hat, spielen ganz viele Träger und ganz viele spielen Fighter Setup. So, das ist halt ja, tatsächlich ein Problem irgendwie. Aber gut, wenn die Action gleich losgeht, sind wir auch wieder dabei. Bis dahin. So, die Runde mit der Ranger habe ich abgebrochen. Die war nicht so dolle. Das habe ich schnell mal wieder gelöscht. Das war ein bisschen doof. Stattdessen habe ich eine Runde mit der Mayhem gespielt. Und ja, die Runde habe ich leider auch nicht aufgenommen, weil ich mir dachte, hey, schnell noch mal eben und dann mal gucken. Denn ja, aus den Runden wird meistens immer das, was hier genau bei rumkommt. Also, na, hier, ihr seht, bisher insgesamt erst 15 Mal verliehen und ich habe einen davon. Ja, oder ich habe einen weiteren davon. 100.000 Schaden, 170 Treffer, drei Schiffe versenkt und das Gute war bei den Schiffen. Also erstmal können wir hier nochmal gerne reingucken. Habe ich mal eben 1500 Punkte vom zweiten. Das ist schon gar nicht so verkehrt. Und ja, wenn man sich das hier so anguckt, die haben dann alle so ein. Also das war eine richtig gute Runde von mir. Da habe ich mich sehr darüber gefreut. Und ja, also hier können wir einmal eben sehen, was ich dann so getroffen habe. Genau, das wollte ich noch sagen. Das hier war der erste, auch der Erstschlag sozusagen. Und mir fehlte halt noch ein Zerstörer, um diese Mission zu erledigen. Zwei sind es dann sogar geworden. Ja, 21.000, 21.000, 19.000 und das geht hier, glaube ich, noch ein klein bisschen weiter. So. Ja, das könnt ihr euch in Ruhe angucken, wenn ihr wollt. Ich mache hier mal weiter. War natürlich auch ganz nett. Und ja, dadurch, dass ich natürlich hier Aufträge abgeschlossen habe, Ausbildungslager mit 250.000. Aber alleine schon 279.000 verdient, ist schon ganz cool. Also die Runde war echt super und jetzt fehlt mir auch gar nicht mehr so viel bis zur Benson. 1800 Punkte noch. Ja, also ich denke mal, spätestens in zwei Runden kann ich dann die Mayhem abgeben. War ein schönes Schiffchen, muss ich sagen. Und ich habe jetzt hier aktuell nur noch einen Auftrag und zwar genau das hier, weil die 2 Millionen Trefferpunkte habe ich erreicht. Und ja, wird dann halt das noch bekommen. Mal gucken, ob ich das noch schaffe. Aber ich denke mal, noch so eine Runde wie vorhin mit der Mayhem oder eine ähnlich gute Runde. Und ich habe diesen Auftrag hier auch erledigt. So, das habe ich geschafft. Sie haben die maximale Anzahl Abschlüsse dieser Herausforderung für heute erreicht. Das heißt, morgen oder so geht das vielleicht nochmal für heute. Ist ja auch egal. Wann kommen die nächsten Dailies rein? In 5 Stunden.
Da schlafe ich tief und fest, das macht aber gar nichts. Was wollte ich gerade noch sagen? Was wollte ich denn gerade noch sagen? Ach so, genau. Ich habe ja die Campbelltown-Quasi bekommen. Und mit dem neuen Kapitän drauf, der. Ja, da konnte ich schon ein klein bisschen was aussuchen, weil der halt 12 freie Punkte zur Verfügung hatte. Ich habe mich entschieden, das so zu machen. Normalerweise, ja, ich war halt im Überlegen, ob ich das nehme und das nehme. Oder halt die beiden. Ich habe mich dann letztendlich doch für die beiden entschieden, falls ich den mal irgendwie nochmal umsetze auf irgendwas anderes. Keine Ahnung. Deshalb habe ich jetzt lieber das genommen. Weil diese Sachen hier halt nur bis 139 mm gehen. So. Genau, und da ich die Campbelltown ja schon hatte, gab es anstatt einer zweiten Campbelltown einen neuen Stellplatz, einen neuen Liegeplatz. Jetzt bin ich schon mittlerweile bei 3 angekommen, das ist ganz gut. So habe ich immer noch ein klein bisschen Auswahl. Ja, genau. So, das war es erstmal dazu. Das wollte ich nur noch mal kurz loswerden und ja. Bevor jetzt gleich wieder so eine Runde kommt, werde ich die nächste auf jeden Fall aufnehmen. Ja, genau. So. Nun ist aber erstmal eine kurze Unterbrechung. Bis gleich. Ja, die kurze Unterbrechung hat etwas länger gedauert und zwar seht ihr auch jetzt hier gerade den Grund. Ich habe mir gerade die Benson gekauft, denn ja, die letzte Runde mit der Mayhem habe ich dann doch nicht mehr aufgenommen. Sie war zwar ganz okay, aber da dachte ich mir, nö. Dann lieber die Jungfernfahrt mit der Benson aufnehmen. Und ich habe jetzt mal aktuell eingebaut, einmal das hier. Ist bei Zerstörern relativ gerne gesehen. Dann einmal Zulu Hotel. Das ist verdiente Kapitäns-EP um 50% erhöht, weil ich natürlich den von der Mayhem übernommen habe und dementsprechend jetzt noch 18.500 Punkte brauche, damit er seine Fähigkeiten wieder nutzen kann. Und dann habe ich noch eingebaut, einmal verdiente Erfahrungspunkte generell, um halt die Benson dann irgendwann noch mal langsam ausbauen zu können. Als erstes möchte ich auf jeden Fall hierauf sparen. Erhöhte Reichweite definitiv, damit ich dann auch wirklich diese 3 Sekunden, die das Geschütz nur braucht, um nachzuladen, 3,3, dann auch voll ausnutzen kann. Ja, also ich bin gespannt, wie es wird und das schauen wir uns jetzt gleich an. Also, gleich geht's los. Die Jungfernfahrt mit der Benson, Stufe 8, Zerstörer der Amis. Bis gleich. So, liebe Leute, dann geht's jetzt endlich los. Die allererste Runde mit der neuen Zerstörerklasse, der Benson. Und ja, ihr seht hier, ich habe 3 verschiedene Flaggen dran. Hatte ich ja gerade eben schon einmal erzählt. Einmal für Kapitäns-EP, einmal für normalen EP und noch für, ach ja, genau, Munitionstreffer oder Detonations, wie nennt man das denn noch? Bunkertreffer um 100% reduziert. Munitionsbunkertreffer. So. Genau, das haben wir alles aktiviert, damit wir auch die ersten Runden hier mit der Benson ganz gut überstehen. Aktuell, ja, ist meine Reichweite noch nicht der Hammer. Ich glaube 10, noch was Kilometer. Und jetzt kriege ich gleich einen Anruf. Oh, das ist ja auch super. So, muss ich erstmal kurz pausieren. Sorry, bis gleich. Oh Mann, so, ja, das kam natürlich genau im falschen Moment, dieser blöde Anruf, aber egal. Muss dann immer sein. Ich habe gerade noch einen Torpedotreffer kassiert von der Hatsuharu, die ich wiederum allerdings versenkt habe gerade. Und ja, das war natürlich jetzt ärgerlich, dass ihr da nicht mit reingucken konntet. Das tut mir sehr leid. Aber, tja, ist nun mal so. Bisschen Leben habe ich jetzt noch. Ich muss also ein bisschen vorsichtiger agieren, leider. Ich hätte den Torpedo sicherlich auch ausweichen können, hätte ich die Hände frei gehabt. Mann, Mann, Mann. So, allerdings habe ich First Blood und auch schon mal einen Treffer oder einen Kill auf meiner Seite. Das war schon mal ganz cool. So, dann wollen wir jetzt mal gucken, dass das hier dementsprechend auch weitergeht. 2 Zerstörer fahren da noch rum, eine Fubuki und eine Mayhem. Ich hoffe einfach mal, dass ich jetzt nicht auf die Mayhem treffe, weil dann sieht das schlecht aus für mich. Sollte ich Rauch zünden und ziemlich schnell wegfahren.
So, aber ansonsten muss ich sagen, also die Geschütze drehen super schnell, hammerkrass. Guckt euch das mal an, wie schnell die rumkommen. Das gefällt mir schon mal richtig gut. Und was ich eigentlich noch vor der Runde gucken wollte, habe ich jetzt vergessen, ab wann die Benson überhaupt gesehen wird. Das habe ich jetzt vergessen. Also ich weiß auf jeden Fall 9,2 Kilometer Torpedos, das ist genau wie bei der Mayhem. Und das bleibt bei der hier auch so. Also man kriegt nachher nur noch Torpedos, die dann eine etwas längere Nachladezeit haben. Dafür machen die dann mehr Schaden, glaube ich, wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe. So, hier am Rand scheint überhaupt gar keiner lang zu fahren. Das ist natürlich ganz cool. Vielleicht kriege ich sogar noch, also wenn ich den Träger gleich spotten sollte, dann versuche ich den wegzuledern. Die Torpedos hier sind etwas anders als bei der Mayhem angeordnet. Wir haben hier zwei in der Mitte, das heißt, die Torpedos sind dann für Steuerbord und Backbord jeweils geeignet. Bei der Mayhem hatte man ja ein Steuerbord, ein Backbord und einen in der Mitte. So, okay, dann gucken wir einfach mal. Also ich werde jetzt einfach nochmal hier ein klein bisschen Action machen und Richtung Träger fahren und hoffen, dass der weiterhin seine Flieger in die Richtung hier schickt, zu den Schlachtschiffen. Gerade bei C8 ist er unterwegs. Und ich glaube, der hat das gar nicht so mitgeschnitten, dass ich überlebt habe. Natürlich ganz gut, weil normalerweise ich als Trägerspieler würde oder hätte jetzt meine Flieger zu C geschickt, um halt mich dann zu spotten, respektive den gegnerischen Zerstörer, um halt zu gucken, was der macht. Denn wenn der jetzt da hinten kommt schon mal Fighter, da muss ich ein bisschen weiter hier lang fahren. Naja, oder? Ja, das ist natürlich blöd, dass jetzt unser Träger seine Bomber dahin schickt, seine Sturzkampfbomber. Oh, Alter, bist du doof oder was? Oh, Alter, wie kann man nur so bescheuert sein? Jetzt schickt er seine Fighter, seine Bomber so über mich rüber. Echt jetzt? Machst du das? Ups, Direction. Jod. Ja, der Träger haut natürlich ab jetzt, das ist blöd. Ja, der steht natürlich so nah an den gegnerischen Schiffen dran. Das wird relativ schwierig, da so ranzukommen, dass ich den kriege. Wieso nehmen die denn nicht B ein? Hä, wieso kann ich denn nicht? Wieso kann ich denn jetzt nicht sagen B erobern? Komisch. Bin ich zu weit weg davon? Wahrscheinlich, ne? Aha. Jetzt schreibt es jedenfalls mal einer, sehr freundlich. So, ich zünde jetzt mal meinen Machine Boost, um da mal zu gucken, ob ich da rankomme. Was haben die überhaupt für einen? Eine Hiryu. Die ist doch relativ schnell. Da muss ich schon ein bisschen Glück haben. Wäre natürlich gut, wenn der jetzt irgendwie abdrehen würde, aber. Ich glaube, damit werde ich kein Glück haben. Schade. Mann, wieso cappen die denn nicht B hier? Wieso fährt die Atago zurück? Mann, Mann, Mann. Oh, er dreht. Er dreht. Hallo.
Alter, hier, Schlachtschiff. Leute, kommt mal ran da. Meine Güte. Na gut, dann geht die erste Runde halt verloren. Aber ich hoffe, ich habe noch genug Zeit, um hier jedenfalls den Träger rauszunehmen. Das wäre dann noch so ein kleiner Pluspunkt. So, wie sieht das aus mit den Schlachtschiffen? Die fahren ganz gemütlich auf jeden Fall in die andere Richtung. Das ist schon mal gut. Ich könnte jetzt natürlich schießen und ich könnte auch. Alter Schwede, da hat schon einer 5 Kills. Krass. Torpedos abfeuern, aber das lasse ich, glaube ich, mal einfach. Die brauchen nämlich zu lange zum Nachladen. Oh, ich bin entdeckt. Mist. Ja, dann kann ich jetzt auch schießen, oder? So, jetzt schickt der Träger natürlich seine Bomber hierher. Jetzt bin ich gleich weg. Schade eigentlich, das hätte ein bisschen besser laufen können. Boah, das ruckelt gerade so übel. Ich muss mal kurz pausieren, sorry. Okay, hätte ich mir auch sparen können. So, ja. Was soll man dazu sagen? Aber in so einer Runde, die fahren immer noch nicht zu B. Also ich reporte die jetzt alle. Alter Schwede, ey, wie kann man nur so bescheuert sein? Das ist das, was ich in den letzten Tagen auch schon mal angesprochen habe. Alle stehen sie hier und campen und machen einen Scheiß, aber nicht das, was sie sollen. So, das ist einmal. Oh, was ist los hier? Naja, gut. Ich muss mal abbrechen. Ich glaube, meine Platte ist voll. So, ich beende die Folge jetzt ganz schnell, damit ich das noch mit draufkriege. Ich sag mal, vielen Dank fürs Zugucken und ja, bis zur nächsten Folge. Ich hoffe, dann läuft es etwas besser. Weil, ja, wie gesagt, wenn die Platte voll ist, dann ist sie voll, dann will halt mein Spiel auch nicht mehr so richtig. Und da muss ich mal gucken, dass ich ein bisschen was freiräume. Und dann geht's auf jeden Fall weiter. So, erste Runde mit der Benson. Ich hab mein Kill und ich hatte ein paar Treffer auch immerhin noch. Leider hat das Team nur nicht so mitgespielt, wie es sollte. Aber ich hoffe, das wird dann beim nächsten Mal besser. Also, Leute, vielen Dank fürs Zugucken und bis demnächst. Macht's gut. Ciao, ciao.